Bei uns gibt es schlüpfrige Scheißerchen. Genau so nennt mein Mann immer die Maultaschen. Und gekaufte Maultaschen sind nicht zu vergleichen mit lecker selbstgemachten Maultaschen, weil man da auch eine leckere Füllung reinmachen kann, ganz individuell. Und wir haben eine richtig leckere Füllung. Und es kommt natürlich auf den Nudelteig an. Den mache ich natürlich selber bei selbstgemachten Maultaschen. Und er ist auch total einfach gemacht. Den mache ich auch als erstes, weil Nudelteig nach dem Kneten immer ein bisschen ruhen muss. Und dafür nehme ich 150 Gramm Mehl, einen Esslöffel Öl, ein Ei, einen halben Teelöffel Salz und gegebenenfalls ein bisschen Wasser. Das muss man einfach immer ein bisschen dazu gießen. Das kommt auch immer ein bisschen auf das Mehl an. Ich mache das jetzt einfach in der Schüssel mit der Hand, weil für diese wenigen Zutaten lohnt es sich gar nicht, die Küchenmaschine anzuschmeißen. Dann lasse ich den hier in der Schüssel abgedeckt richtig schön ruhen und dann zeige ich euch die leckere Füllung. So, mein Teig ist verknetet und ich habe tatsächlich 2 Schlückchen Wasser dazu gegeben. Wem das jetzt zu anstrengend ist, weil es dauert ja ein paar Minuten, kann natürlich auch die ganzen Zutaten in die Küchenmaschine geben und den Teig da kneten lassen. Der sollte auf jeden Fall richtig schön glatt von der Oberfläche her sein. Und den lege ich jetzt einfach hier in die Schüssel und lasse den hier ruhen. Und für meine Füllung hacke ich mir jetzt eine Zwiebel und schon mal eine Knoblauchzehe. Die Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne glasig anschwitzen und dann abkühlen lassen. Ich hole in der Zwischenzeit schon mal meine Zutaten für die Füllung. Für meine Füllung brauche ich neben der mittlerweile abgekühlten Zwiebel und der Knoblauchzehe eine ganz dünne halbe Stange Porree. Die werde ich gleich ganz fein schneiden. Ein Ei, ein bisschen Semmelbrösel. Ich nehme ein bisschen Gemüsepulver dazu, das haben wir ja selber gemacht, das nehmen wir ja sehr gerne auch zum Würzen. Wie wir das gemacht haben, zeige ich euch gerne hier oben und weil hier so wenig Salz drin ist, werde ich noch ein bisschen nachsalzen und Pfeffer kommt natürlich da rein. Eine gute Handvoll Petersilie, ein bisschen Schnittlauch und ganz wichtig ist die Fleischeinlage. Und dafür habe ich hier 3 ganz frische, feine Bratwürstchen. Davon brauche ich nur das Bret, das flitsche ich mir jetzt gleich hier einfach so raus und wenn ich alles klein geschnitten habe, kommen alle Zutaten hier zusammen in meine Schüssel und werden richtig gut verknetet. Die Füllung ist fertig, also diese 2 Sachen, den Teig und die Füllung, könnt ihr wunderbar vorbereiten und im Kühlschrank so lange warten lassen, bis ihr die kleinen schlüpfrigen Scheißerchen fertig machen wollt. Das wollen wir natürlich jetzt direkt machen und deswegen setze ich mir jetzt einen großen Topf mit Brühe auf, nehme da wieder meine selbstgemachte Brühe und salze einfach ein bisschen nach und räume mal ein bisschen auf. Die Brühe ist fertig und schon kann ich den Teig ausrollen. Der hat ja jetzt richtig gut geruht hier an der Seite. Unterschätzt dieses kleine Bällchen nicht. Da bekommt man ganz viele Maultaschen raus. Und je nach Arbeitsfläche könnt ihr diesen Teig jetzt auch nochmal teilen und in 2-mal längst ausrollen oder direkt in einer langen Schlange. Und ich mache mir hier relativ viel Mehl drauf, damit der Teig nicht klebt und roll den jetzt erstmal schön lang aus. Muss man eben hier wegmachen, dann könnt ihr die ganze Platte sehen. Ich habe jetzt hier so ungefähr 80 cm in der Länge ausgerollt und jetzt gebe ich meine Füllung da drauf. Das könnt ihr jetzt machen, ganz umständlich mit einem Löffel oder ihr nehmt euch die einfach in die Hand und verteilt die richtig schön in der Mitte. Ich habe ja jetzt hier ganz viel Petersilie drin in der Füllung. Ihr könnt natürlich auch Babyspinat nehmen, wer jetzt keine Petersilie nehmen möchte. Ist auch eine total leckere Variante, aber Petersilie gibt natürlich auch nochmal richtig viel Geschmack.
in den Maultaschen, weil die sehr geschmackvoll ist. Der Teig hat ja keinen Geschmack. Das Bret ist ein bisschen vorgewürzt, kommt immer darauf an, wie viel man so würzt. Also mit Spinat schmeckt es auch super lecker. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche Füllungen ihr gerne esst, wenn ihr Maultaschen selber macht. Und das mache ich jetzt erstmal, jetzt verteile ich erstmal meine Masse hier. Und dann habe ich mir schon ein Ei verquirlt. Ich brauche natürlich noch ein bisschen Kleber. So, jetzt habe ich die Platte schön mit dem Ei eingestrichen, also wirklich schön drumrum, weil das ist der Kleber, damit die Maultaschen richtig gut zusammenhalten. Jetzt bin ich hier auch fertig, ihr braucht fast ein Ei, das lege ich hier zur Seite und dann klappe ich erstmal die Enden ein. Und zwar einmal nach da und einmal nach da. So kommt er auch mit der Füllung wunderbar hin und jetzt werden die einfach einmal eingepackt. Jetzt ist meine Maultaschenschlange schon fertig und jetzt wird mit dem Holzlöffel portionsweise in den Teig gedrückt. Und dann müsst ihr jetzt schauen, wie groß möchtet ihr eure Maultaschen haben. Ich mache die jetzt mal ungefähr so und drücke mir erstmal meinen Holzstab hier richtig gut rein. So. So, dass die alle ziemlich gleich groß sind. So, und jetzt einfach durchschneiden, entweder mit einem Messer oder mit einem Rädchen. Legt euch vorher streut euch vorher ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, da kann man die schön lagern und dann werden die einfach durchgeschnitten. Und dann könnt ihr die aufs Mehl legen. So, dann kleben die auch nicht und können da warten, bis die Brühe einmal aufkocht. Die müsst ihr nämlich jetzt einmal aufkochen lassen. Die Brühe hat jetzt einmal aufgekocht, den Herd wieder ausmachen, weil die Maultaschen ziehen ja nur in der Brühe. Ihr könnt die Maultaschen auch noch ein bisschen verschönern und drückt euch einfach hier so die Seiten rein. Dann sieht das aus wie kleine Kissen, finde ich auch immer ganz nett. Dann sieht das richtig schön aus. Und jetzt kommen die alle ins Wasser, wollte ich gerade sagen, in die Brühe. Einfach reinlegen, schön vorsichtig und dann ziehen lassen. Am besten den Deckel drauf, also ich mache den Deckel immer drauf, lasse die da schön ziehen und hack mir noch ein bisschen Petersilie. Nach 8 Minuten ziehen sind meine Maultaschen schon fertig. Ich finde, das geht total schnell und sehen die richtig gut aus. So müssen Maultaschen aussehen. Total lecker. Ich mache jetzt mal hier 2 auf den Teller. Dazu muss natürlich ein bisschen Brühe, die gibt man einfach dazu. So, das schmeckt richtig gut zusammen. Die isst man mit dem Löffel, die macht man einfach so auseinander mit dem Löffel. Und ich hole noch eine raus und schneide euch die auf, damit ihr da auch mal reingucken könnt. Ein bisschen Petersilie und hat mal was richtig Leckeres. Ich finde das auch ganz, ganz klasse als Vorspeise. Dann kommt man hier mit dieser Portion für ganz viele Personen aus, wenn man eine als Vorspeise reicht. Ist natürlich jetzt total heiß. Ich kann das ja. Moment, ich muss mal eben den Löffel klauen. Sonst kann ich die nicht aufschneiden. Und jetzt schaut euch das mal an. Und da ist richtig Füllung drin. Das sieht richtig gut aus. Das schmeckt total lecker. Das müsst ihr vielleicht mal unbedingt ausprobieren, weil das schmeckt richtig gut. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Habt ihr schon mal Maultaschen gemacht? Wir lassen die uns jetzt schmecken. Bis dahin, eure Bea.